Von einem kleinen Dorf mitten in Deutschland wird berichtet, dass die Leute Anfang der 30er Jahre eine eigene Auffassung vom Nationalsozialismus hatten. Der Nationalsozialismus, so meinten sie, habe etwas mit Reinheit zu tun. Ja, man glaubte sogar, das Wichtigste daran sei, auf das Sexuelle zu verzichten. Und wenn die alten Frauen im Dorf über diese harte Forderung sprachen, schüttelten sie bekümmert ihre Köpfe und sagten, Nationalsozialismus, das ist schwer. Sowas schafft wohl nur der Lehrer oder vielleicht der Friseur. Wenn auch die Leute im Dorf den Nationalsozialismus auf ihre eigene Weise verstanden, hatten sie doch etwas Wesentliches erfasst, nämlich den Traum der Nationalsozialisten, durch Reinheit und Opfer eine schönere Welt zu schaffen. Die Heilsbotschaft war bestimmt für eine Welt, die dem Zusammenbruch nahe ist. Ewige Dämmerung droht sich auf die Erde herabzusenken. Die Nationalsozialisten glaubten, die Wurzel des Unheils entdeckt zu haben und machten sich anheischig, sie zu beseitigen. Gereinigt und von Verfall bewahrt, sollte sich ein neues Deutschland erheben, stärker und schöner als je zuvor. Deutschland feiert den Tag der deutschen Kunst 1939 in München, die letzte große Kunstmanifestation des Dritten Reiches. In 6 Wochen wird der Zweite Weltkrieg ausbrechen. Ja, diese Regierung, die zu mehr als der Hälfte aus Männern besteht, die sich einmal künstlerischer Arbeit widmen wollten, ist sich der Bedeutung des Künstlers als Vermittlers bewusst. Diese Erklärung stammt von Hans Friedrich Blunk, Schriftsteller und Präsident der Reichsstiftungskammer. Und er fährt fort. Diese Regierung, die aus einer Opposition gegen den Rationalismus entstand, kennt die innerste Sehnsucht des Volkes und die Himmel und Erde umspannenden Träume, die nur ein Künstler zu gestalten weiß. Auch wenn dies eine Übertreibung war, war die Behauptung nicht ganz unbegründet. Von Anfang an schlossen sich der Partei auffallend viele gescheiterte Künstler an. Gescheiterte Künstler prägten später auch die Führungsschicht des Dritten Reiches. Viele von denen, die Hitler um sich scharte, hatten sich ernsthaft auf künstlerischem Gebiet versucht. Zum Beispiel Josef Goebbels, der einen Roman veröffentlicht und Dramen und Lyrik geschrieben hatte. Oder Alfred Rosenberg, der Parteiideologe, der sich mit Malerei beschäftigt hatte und auch literarische Ambitionen hegte. Baldur von Schirach, den Führer der Hitlerjugend, hielten viele für einen der bedeutendsten Dichter des Dritten Reiches. Und Hitler selbst war ein gescheiterter Maler, der davon träumte, Architekt zu werden. Diese Träume hat Hitler nie aufgegeben und seine künstlerischen Versuche lassen sich bis in die 20er Jahre hinein verfolgen. Pedantisch ausgeführte Aquarelle im Postkartenstil. Ach, wie gerne würde ich hier bleiben und als Künstler arbeiten, erklärte Hitler kurz vor Kriegsausbruch in seinem Landhaus. Er sagt, dass er Künstler und nicht Politiker sei und sich sofort nach Kriegsende zurückziehen werde, um sich ganz der Kunst zu widmen. Als 18-Jähriger hatte sich Hitler erfolglos um einen Platz an der Kunstakademie in Wien beworben. Deren Ablehnung traf ihn hart und er verschwieg seinen Misserfolg.
Statt in seine Heimatstadt Linz zurückzukehren, blieb er in Wien. Er streift in Wien herum, besucht die Oper und malt ein bisschen. Zuweilen widmet er sich weitschweifigen künstlerischen Projekten. So versucht er, dilettantisch am Klavier, gemeinsam mit seinem Jugendfreund August Kubitschek, nach einer von Richard Wagner bereits verworfenen Idee, eine Oper zusammenzuschreiben. Drei Jahre zuvor hatte Hitler zusammen mit Kubitschek ein entscheidendes Opernerlebnis gehabt. Im Linzer Landestheater sah er Wagners Oper Rienzi. Die Oper spielt im Rom des Mittelalters. Rienzi, der große Volksredner, erhebt sich gegen die römische Oberklasse. Er will die Uhr um 1500 Jahre zurückdrehen und die antike römische Republik wiederherstellen. Nach antikem Vorbild lässt er sich zum Volkstribun ausrufen. Aber Rienzi wird Opfer einer Verschwörung. Zuletzt verschanzt er sich kämpfend im Kapitol von Rom, das brennend über ihm zusammenstürzt. Hitler ist von Rienzi zutiefst erschüttert. Überwältigt entwickelt er Kubitschek seine Pläne für die eigene Zukunft und die seines Volkes. Später hat er gesagt, in jener Stunde begann es. Mit diesem Opernerlebnis verstärken sich im Denken Hitlers drei Fixpunkte, die ihn von nun an nicht mehr loslassen werden. Die Fixierung auf die Heimatstadt Linz, die auf die Antike und die auf Wagner. Wer den Nationalsozialismus verstehen will, muss Wagner kennen, hat Hitler erklärt. Und Wagner nimmt tatsächlich in Hitlers Vorstellungswelt eine Sonderstellung ein. Wagners politische Schriften gehörten früh zu Hitlers Lieblingslektüre und schon in Linz hatte er von eigenen Opernprojekten fantasiert, deren Wucht Wagner in den Schatten gestellt hätte. Gerade die Möglichkeiten der Bühne faszinierten Hitler. Die fantastischen Illusionen, die Wirklichkeitsflucht. In Wagner glaubte Hitler sein Ideal zu sehen, schaffender Künstler und Politiker in einer Person. Aus Requisiten des Wagnerschen Denkens, seinem Antisemitismus und Kult des nordischen Erbes, seinem Mythos vom reinen Blut, wuchs Hitlers Weltbild hervor. Bei Wagner findet er die Vorstellung von der Kunst als Fundament einer neuen Zivilisation. Den Künstlerfürsten, der aufgestiegen aus dem Volk, Leben und Kunst vereinen soll, um den neuen Staat den Weg zu bereiten. In der politischen Arbeit fand Hitlers künstlerische Anlage ein Betätigungsfeld. Bei der Gestaltung der NS-Insignien kümmert er sich um alles, von den Uniformen bis zu den Fahnen und Standarten. Mit eigenen Skizzen und Instruktionen verleiht er der Bewegung ihre Gestalt. Hitlers Entwurf zur Parteistandarte von 1923. In der Werkstatt des Goldschmieds Gahr entsteht nach Hitlers Anweisung die erste Standarte der NSDAP. In der Propaganda Hitler seine künstlerischen Ambitionen ausleben. Die nationalsozialistische Massenkundgebung war ein Quasi-Kunstwerk von gigantischem Ausmaß, mit Hitler als Szenograf, Regisseur und Hauptdarsteller.
hier konnte sich ein weiteres wichtiges Element der NS-Ideologie entfalten. Der Mythos vom deutschen Volkskörper. Dieser Mythos, das Bild der Masse, des Volks als Körper mit einem einzigen Blutkreislauf, wurde zu einem Hauptelement der nationalsozialistischen Vision einer Veredelung der Rasse. Januar 1933. Die Nationalsozialisten feiern Hitlers Machtergreifung. Eine fieberhafte Aktivität beginnt, um die gesamte Gesellschaft unter Kontrolle zu bringen. Nationalsozialistische Aktivisten dringen in alle Bereiche ein. Im März erscheint ein Aufruf, was die deutschen Künstler von der neuen Regierung erwarten. Verantwortlich ist eine Dachorganisation der NS-Kulturverbände. In ihrem Programm fordern die Verfasser, dass der bolschewistischen Unkunst und Unkultur Vernichtung geschworen wird und erbieten sich gleichzeitig, sich als die erprobten Soldaten dieses Kulturkampfes in die vorderste Reihe zu stellen. Sie fordern außerdem, dass alle verfemten Werke vor ihrer Verbrennung als abschreckende Beispiele öffentlich gezeigt werden. Im Jahre 1933 ergießt sich eine Welle von Ausstellungen mit sogenannter Verfallskunst über Deutschland. Mannheim, Nürnberg, Dessau, Stuttgart, Dresden. Bereits Anfang der 20er Jahre war die Kunst ein vorrangiges Interessengebiet des Nationalsozialismus. Kulturelle Degeneration wurde von vielen als eine reale Bedrohung aufgefasst. Verfall wurde zum Modewort des deutschen Kleinbürgertums. Hinter allen Verhängnissen, die Deutschland heimgesucht hatten, vor allem hinter dem sogenannten Kulturbolschewismus, erblickte man den Juden als wahren Drahtzieher und Feind. Die avantgardistische Kunst mit ihren verzerrten Perspektiven wurde für die Nationalsozialisten zum Vorboten des drohenden Untergangs. Das Chaos, das sie hier zu sehen vermeinten, war für sie ein sichtbarer Beweis für die Entartung von Seele und Verstand. 1928 wurde unter Leitung Alfred Rosenbergs die erste NS-Kulturorganisation gebildet. Nationalsozialistische Gesellschaft für deutsche Kultur. Unter den 6 Gründern befindet sich der SS-Führer Heinrich Himmler. Später wurde die Organisation in Kampfbund für deutsche Kultur umbenannt. Der Kampf gegen die moderne Kunst nahm bald den Charakter von Hygienemaßnahmen an. Die Werke der Modernen trügen, so behauptete man, Züge von Geisteskrankheit. Ihre Erzeuger gehörten ins Irrenhaus. Eins der tonangebenden Mitglieder des Kampfbundes für deutsche Kultur, der Kunsttheoretiker Paul Schulze-Naumburg, beginnt im Januar 1931 eine landesweite Vortragsreise. In der deutschen Kunst tobt ein Kampf auf Tod und Leben, nicht anders als auf dem Felde der Politik, und muss mit demselben Ernst und derselben Entschlossenheit durchgekämpft werden, erklärt er. Mit Hilfe des Lichtbildervortrags »Der Kampf um die Kunst« führt er seine kunsthygienische Vision vor. Aus der Geschichte der Medizin wählt er Fälle durch Krankheit deformierte Menschen aus,
vergleicht sie mit Beispielen der modernen Kunst und glaubt damit einen Zusammenhang zwischen dem Verfall des Menschen und der Entartung der Kunst nachweisen zu können. Krankenbilder und Diagnosen wurden ihm hierzu von Professor Weigand von der Psychiatrischen Klinik der Universität Hamburg zur Verfügung gestellt. Nach Schulze-Naumburg war die Kunst nicht nur ein Spiegel für die Gesundheit der Rasse, wobei er Antike und Renaissance als Vorbilder nannte, sondern die Kunst habe auch, wie bei den Marmorskulpturen der Griechen, die Aufgabe, der Sehnsucht eines Volkes nach rassischer Vollendung gestalterischen Ausdruck zu verleihen. Es gibt niemanden, der beim Anblick dieser Bilder andere Vorstellungen haben kann als von grausam entstellten Menschen, wie wir sie in Kliniken, Idiotenanstalten oder an Orten finden, wo sich Krankes und Verkommenes unseres Menschengeschlechts sammelt, konstatiert Schulze-Naumburg. Es bedarf wohl für jeden innerlich sauberen Menschen keiner Überredung, dass sich hier ein Geist hervorgewagt hat, der aus einem neuen Deutschland für immer verschwinden muss. Am 14. Juli 1933 wird ein Gesetz erlassen. Dies Gesetz soll Helfer sein, das Kranke auszumerzen. Ebenso wichtig ist es, das Gesunde und Starke zu fördern. Das Gesetz ermöglicht die Zwangssterilisierung von Geisteskranken, Asozialen und erblich Belasteten. Aber dieses Gesetz ist nur der Anfang eines Prozesses, der nun ins Rollen gerät. Im März 1935 eröffnet man in Berlin die Ausstellung »Das Wunder des Lebens«. Hier avanciert der Arzt zum Bahnbrecher der nationalsozialistischen Rassenpolitik. Im Kampf für das reine Blut geht man zum Angriff auf Juden, Rassenmischung und Verfall über. Schulze-Naumburgs Beispiele tauchen hier erneut in einer Sonderabteilung auf. Ein anderer Teil der Ausstellung ist den Geisteskranken und Asozialen gewidmet. Eine Schreckensvision wird heraufbeschworen, in der Idioten und Schwachsinnige der gesunden Bevölkerung über den Kopf wachsen. In weiteren Abteilungen behandelt man Rassenpflege und Rassenveredelung. Das Gebot unserer Schönheit soll immer heißen Gesundheit, stellte Hitler fest, und die Medizin sollte von nun ab durch geeignete Eingriffe diese Schönheit garantieren. Der Arzt wurde zum ästhetischen Experten, und das ästhetische Problem zu einem medizinischen. In der Ausstellung zeichnen sich bereits die Voraussetzungen der Vernichtungspolitik ab. Der Arzt sollte sich nicht länger darauf beschränken, den Einzelnen zu heilen, sondern Arzt des Volkskörpers werden, ein biologischer Soldat, der gegen kranke und minderwertige Elemente kämpft, die den deutschen Volkskörper bedrohen. In der NS-Gesellschaft tritt nun der uniformierte Arzt in das erste Glied. Die Nazifizierung der deutschen Ärzteschaft hatte schon während der ersten Monate des Dritten Reichs eingesetzt. Jüdische Ärzte wurden schnell aus ihren Stellungen entfernt. Dieser massive Ausstoßungsprozess schuf ungeahnte Karrieremöglichkeiten. Ärzte mit der richtigen ideologischen Einstellung kamen rasch hoch. In speziellen Ausbildungslagern wurden Kurse in NS-Medizin abgehalten.
In keiner anderen Berufsgruppe gab es so viele Parteimitglieder. 45% der deutschen Ärzteschaft traten der Partei bei. Dem aufmerksamen Leser von Mein Kampf war es wohl klar, welches Ziel den biomedizinischen Pionieren des Nationalsozialismus vorschwebte. Ein Staat, der im Zeitalter der Rassenvergiftung sich der Pflege seiner besten rassischen Elemente widmet, muss eines Tages zum Herrn der Erde werden. Das mögen unsere Anhänger nie vergessen, wenn je die Größe der Opfer zum bangen Vergleich mit dem möglichen Erfolg verleiten sollte. Gerhard Wagner, der Reichsärzteführer, versichert, dass wir auch in Zukunft gemäß den Anweisungen des Führers unsere Aufgabe erfüllen werden. Die Schaffung des neuen deutschen Menschen. Während des Reichsparteitags 1935 teilt Hitler Wagner seine Absichten mit, unheilbar Kranke töten zu lassen. Was wir uns unter der deutschen Jugend der Zukunft wünschen, ist etwas anderes, als was die Vergangenheit sich gewünscht hat. Wir müssen einen neuen Menschen erben, auf das unser Volk nicht an den typischen Degenerationserscheinungen dieser neuen Zeit zugrunde geht. Auf demselben Parteitag wird ein Gesetz bekannt gegeben, dem der Reichsärzteführer in einer Rede Beifall zollt. Das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes, die Nürnberger Gesetze. Ehen zwischen Deutschen und Juden werden verboten. ...1936 diskutiert Wagner in einem Kreis hoher Parteifunktionäre und Ärzte die Möglichkeit, einen Film zu drehen. Bei der Premiere 1937 in Berlin hält Dr. Wagner die Festrede. Der Film wird in allen Lichtspieltheatern Deutschlands gezeigt. Alles Lebensschwache geht in der Natur unfehlbar zugrunde. Wir Menschen haben gegen dieses Gesetz der natürlichen Auslese in den letzten Jahrzehnten furchtbar gesündigt. Wir haben unwertes Leben nicht nur erhalten, wir haben ihm auch Vermehrung gewährt. Die Nachkommen dieser Kranken sahen so aus. Erbgesunde Menschen wohnten in engen, lichtlosen Gassen und halb verfallenen Lauben. Idioten und Schwachsinnigen baute man aber Paläste, und diese kranken Menschen waren gar nicht empfänglich für die Schönheit, mit der man sie umgab. Das deutsche Volk kennt das ganze Ausmaß dieses Elends wohl kaum. Es kennt nicht den drückenden Geist jener Häuser, in denen tausende lallende Schwachsinnige künstlich ernährt und gepflegt werden müssen, die tiefer stehen als jedes Tier. In den letzten 70 Jahren hat sich unser Volk um 50% vermehrt, während die Zahl der Erbkranken im gleichen Zeitraum um 450% gestiegen ist. Wenn diese Entwicklung so weiterliefe, würde schon in 50 Jahren auf 4 gesunde Menschen ein Erbkranker kommen. Ein endloser Zug des Grauens würde in die Nation hineinmarschieren. Maßloses Elend über ein wertvolles Volk kommen, das dann mit Riesenschritten seinem Ende entgegenginge. Einer der Grundpfeiler der NS-Ideologie war die Verschönerung der Welt. Vor langer Zeit war die Welt einmal rein gewesen, aber Rassenmischung und Degeneration hatten sie verunreinigt. Nur eine Rückkehr zu früheren Idealen konnte die Gesellschaft wieder zum Blühen bringen. Zu
Zu Beginn der 30er Jahre begann Hitler eine Kunstsammlung anzulegen. In dieser Privatgalerie ahmt man Hitlers Weltbild und die Ideale, denen er wieder zur Geltung verhelfen wollte. Die Sammlung enthält vor allem Werke aus der Gründerzeit des Deutschen Reiches, wie zum Beispiel Hans Makart, Franz Defregger, Rudolf Epp, Franz von Stuck. Möglicherweise sollte die Sammlung den Grundstein des von Hitler erträumten Museums in seiner Heimatstadt Linz bilden, dessen Exponate er selbst zusammenstellen wollte. Was große Kunst ist, wollte er allein entscheiden. Die Sammlung verrät, wie begrenzt Hitlers geistige Welt war. Im Katalog der 74 Gemälde umfasst gibt es einige nach Fotografien gemalte Porträts. Eines von Hitlers Mutter, eines von Hitlers Vater. Zwei Porträts seiner Nichte, Geli Raubal, der einzigen Frau, an der Hitler hing und die 1931 Selbstmord verübte. Ein Porträt seines verstorbenen Chauffeurs, Julius Schreck. Ein Porträt Richard Wagners. Gerade als Museumsbauer sollte Hitler das erste große Kunstereignis des Dritten Reichs zustande bringen. Paul Ludwig Trost, Architekt und Vertrauter Hitlers, hatte schon 1933 den Auftrag erhalten, ein neues Kunstmuseum in München zu entwerfen. Im Oktober kann Hitler den Grundstein legen. Kurz vor der Fertigstellung beginnen die Vorbereitungen zur ersten großen Ausstellung. Eine Jury, die Hitlers besonderes Vertrauen genießt, soll aus 15.000 eingesandten Werken eine Auswahl treffen. Sechs Wochen vor der Einweihung des Museums besichtigt Hitler das Resultat. Enttäuscht und wütend übernimmt er selbst die Verantwortung. Heinrich Hoffmann, Hitlers Leibfotograf und ein genauer Kenner seines Geschmacks, erhält den Auftrag, die Ausstellung gemäß Hitlers Vorstellung einzurichten. Am 18. Juli 1937 wird das Haus der deutschen Kunst mit der großen deutschen Kunstausstellung eröffnet. Auf der Ausstellung zeigt man die neue und wahre deutsche Kunst. Vor allem der Plastik wird viel Raum gewährt. Mit Bildhauern wie Arno Brecker und Josef Thorak wird hier der Stil, der typisch für den Nationalsozialismus werden sollte, lanciert. Aber Hitlers Eröffnungsrede handelt nicht nur von der neuen deutschen Kunst. Mit der Eröffnung dieser Ausstellung hat das Ende der deutschen Kunstvernarrung und damit der Kulturvernichtung unseres Volkes begonnen. Wir werden von jetzt ab einen unerbittlichen Säuberungskrieg führen gegen die letzten Elemente unserer Kulturzersetzung. Dem Katalog liegt ein Flugblatt bei. Um
der Wiedergeburt der deutschen Kunst den notwendigen Hintergrund zu geben, wird am Tag darauf die Ausstellung Entartete Kunst eröffnet. Mit Joseph Goebbels als Cicerone vergewisserte sich Hitler bereits 3 Tage vorher von ihrer Schlagkraft. Die Schau Entartete Kunst sollte dem jüdischen Kunstbolschewismus den Todesstoß versetzen. Gezeigt werden Werke von 730 verfemten Avantgardisten. Oskar Kokoschka, Emil Nolde, Franz Marc, Max Beckmann, Jankl Adler, Ernst Ludwig Kirchner. Die deutsche Kunst hatte nun ihr Reinigungsbad erfahren. Aber der Ehrgeiz des Nationalsozialismus, das Dasein zu verschönern, umfasste alle Lebensbereiche. Dieses Bestreben erhielt einen organisatorischen Rahmen in dem Amt Schönheit der Arbeit. Wir hatten uns schon daran gewöhnt, dass unsere Arbeitsstätten, die Fabriken und Berghöfe hässlich und schmutzig aussehen. Das wird nun anders. Unsere Arbeitsstätten sollen schön und würdig werden. Hier nicht um Äußerlichkeiten. Der Betriebsführer muss erkennen, dass noch wichtiger als die Maschinen die Menschen in seinem Betriebe sind. Es geht um ein neues, starkes Lebensgefühl. Es geht um die Freude an der Arbeit für den schaffenden deutschen Menschen. Kernpunkt des Evangeliums von der Schönheit der Arbeit war Sauberkeit. Saubere Menschen in sauberen Betrieben lautete die Losung. Schönheit der Arbeit war die Befreiung des Arbeiters durch Sauberkeit. Der Reichsärzteführer Gerhard Wagner drückte dies unumwunden so aus: Wer den Klassenkampf beseitigen will, muss von der Arbeit und damit vom Schaffenden erst einmal den Vorwurf der Schmutzigkeit nehmen. Hilft man also dem Proletarier, sich gründlich zu waschen, und stellt ihn damit auf eine Ebene mit dem Bürger, wird er einsehen, dass es nichts mehr gibt, wofür er zu kämpfen hätte. Das ästhetische Erwachen des Arbeiters würde nicht nur ihn selbst von seinem Proletariertum, sondern auch die Gesellschaft von den aufreibenden Konflikten des Klassenkampfes erlösen. Diese Gesellschaft sollte das erträumte Idyll verkörpern, in dem alles Hässliche getilgt war, das vom Schmutz und Chaos nicht mehr erreicht wurde, dessen Menschen schön und gesund waren und gemeinsam demselben Ziel zustrebten. Als Kennzeichen dieser neuen Epoche in der deutschen Geschichte sollen neue Bauwerke entstehen. Schon am Vorabend des Tages der Machtergreifung erörterte Hitler seine architektonischen Pläne. Die Reichskanzlei nannte er die reinste Zigarrenkiste. Und der erste große Auftrag des Architekten Albert Speer
galt dem Entwurf einer Reichskanzlei, die des neuen Staates würdig wäre. Hitler selbst hatte dazu eine erste Skizze angefertigt. Das Projekt wird zunächst geheim gehalten. Bis zum Kriegsausbruch widmet Hitler einen Großteil seiner Zeit der Architektur des neuen Deutschlands. Er überhäuft Speer mit einem Entwurf nach dem anderen und in den Nächten zwischen ihren Zusammenkünften verfertigt er genaue Skizzen seiner Ideen. Die Bautätigkeit, die hier eingeleitet wird, hat nahezu gespenstische Ausmaße. Für mehr als 40 Städte liegen monumentale Umbaupläne vor. Ich lege den Grundstein zum Neubau des Hauses des Fremdenverkehrs in Berlin und befehle damit zugleich den Beginn der Arbeit des Umbaus von Groß-Berlin. Am 14. Juni 1938 proklamiert Hitler eine umfassende Neugestaltung Berlins. In einem neuen und größeren Berlin, das neue und größere Deutschland einer glücklichen, geschichtlichen Zukunft entgegenzuführen. Der wirkliche Umfang der gigantischen Pläne des Führers für die Reichshauptstadt wird jedoch geheim gehalten. Als die neue Reichskanzlei im Januar 1939 bezugsfertig ist, lässt man einen Mythos entstehen. Danach soll Hitler genau ein Jahr vorher Albert Speer den Auftrag erteilt haben, dieses Riesengebäude innerhalb eines Jahres zu entwerfen und fertigzustellen. In Wirklichkeit hatte die Arbeit schon 4 Jahre vorher begonnen. Ungefähr gleichzeitig mit den ersten Skizzen zur Reichskanzlei entschloss sich Hitler, seine Hütte in Berchtesgaden, seiner neuen Stellung entsprechend, umzubauen. Diesmal verfertigte er hierfür nicht nur die Skizzen, sondern übernahm den Gesamtentwurf seiner neuen Landresidenz Berghof. Das alte Haus sollte stehen bleiben und ein Teil des neuen werden. Das Resultat war dilettantisch. Die Schwächen der Bauplanung waren offenbar. Das Bauernhaus wurde in einen Herrensitz verwandelt. Hitlers Stolz war ein versenkbares Fenster, das größte der Welt, mit einer Fläche von 32 Quadratmetern. Auf merkwürdige Weise mischen sich in Hitlers Berghof Monumentales und Kleinbürgerliches. Das größte versenkbare Fenster der Welt war wohl das größte Hüttenfenster der Welt, der Traum des Kleinbürgers im Riesenformat. Diese Öffnung zur Welt, das Fenster als Gemälde, war gleichzeitig ein ästhetisches Ideal für Hitler. Berge und Bergmassive gehörten zu seinen Lieblingsmotiven. Auf der großen deutschen Kunstausstellung 1938 kauft Hitler außer dem Zugspitzmassiv von Franz Bernhard weitere 9 Gemälde mit alpinen Motiven. Bei den jährlichen Ausstellungen im Haus der Deutschen Kunst besteht die Jury nur noch aus Hitlers Leibfotograf Heinrich Hoffmann. Als Beweis seines Vertrauens ernennt Hitler ihn noch am Tag der Eröffnung 1938 zum Professor. Hitler selbst kauft insgesamt 372 Werke, ein Drittel der gesamten Ausstellung.
nationalsozialistische Bewegung nach langjährigem Kampf endlich mit der Führung des Reiches betraut wurde, sind noch nicht 6 Jahre vergangen. In der Eröffnungsrede weist Hitler auf etwas für ihn höchst Bedeutungsvolles hin. Den Ankauf der antiken griechischen Plastik, der Diskuswerfer von Myron. Die beste Darstellung des Diskuswerfers, die jahrzehntelang in römischem Privatbesitz den Augen der Öffentlichkeit verborgen war, ist jetzt in deutschem Kunstbesitz. Hitler lässt nun dieses Ereignis die Schlussvignette seiner Rede bilden, wenn er sagt: Mögen Sie erkennen, wie herrlich schon einst der Mensch in seiner körperlichen Schönheit war und wie wir von Fortschritten nur dann reden dürfen, wenn wir diese Schönheit nicht nur erreichen, sondern wenn möglich noch übertreffen. Mögen Sie daraus einen Maßstab finden für die Aufgaben und Leistungen unserer eigenen Zeit. Mögen Sie alle zum Schönen und Erhabenen streben, um in Volk und Kunst ebenfalls der kritischen Bewertung von Jahrtausenden standzuhalten. Es war eben diese Verknüpfung von Kunst und Mensch, die die Plastik im Dritten Reich zu einer Staatskunst ersten Ranges erhob. Bildhauer wie Arno Brecker und Josef Thorak waren nicht nur bildende Künstler, sie waren Gestalter eines neuen Menschentypus. Mit ihren Werken sollten sie das Bild des gesetzten Ziels vermitteln. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Nationalsozialismus schon bald zu höchst konkreten Maßnahmen greifen. Und es ist offenbar Hitler selbst, der den Anstoß gibt. Ende 1938 erfährt er von einem Fall, dem er persönlich nachgeht. Es handelt sich um ein blindgeborenes Kind, dem ein Bein und ein Teil eines Armes fehlen. Hitler ermächtigt seinen Begleitarzt Karl Brandt zum Eingreifen. Das Kind heißt Knauer und ist laut verschiedener Aussage ein Idiot. In Hitlers Namen sollte Brandt Ärztekollegen zur Euthanasie veranlassen, mit anderen Worten, das Kind zu töten. Gleichzeitig sollte Brandt den Ärzten klarmachen, dass eventuelle Maßnahmen von Seiten der Justiz aufgrund der persönlichen Weisung Hitlers keine Geltung hätten. Später erhielt Brandt die Instruktion, bei jedem ähnlichen Fall Euthanasie anzuwenden. Euthanasie bedeutet Sterbehilfe bei einem von Krankheit gequälten Menschen. In der nationalsozialistischen Rassenpolitik erhält der Begriff eine neue Bedeutung. Große deutsche Kunstausstellung 1939. Hitler kauft auf eigene Rechnung 264 Werke. Nach dem Einmarsch in Österreich aktualisiert Hitler auch seine Museumspläne für die Heimatstadt Linz. Dies war ein Traum, der noch aus Hitlers Jugendjahren stammte. 1925 hatte er eine Skizze für eine deutsche Nationalgalerie angefertigt. Der Platz, der jedem einzelnen Künstler zugestanden wurde, sollte ganz von Hitlers Einschätzung seines Werkes abhängen. Diese Träume nehmen nun gewaltige Proportionen an. Durch Hitlers Staatsbesuch in Italien 1938, der ihm Gelegenheit bot, die Kunstschätze des Landes zu besichtigen, erhielten diese Pläne neue Nahrung.
Linz, heißt es nun, soll zu einem neuen Weltkulturzentrum werden. Man plant gigantische Bauwerke und Hitler fertigt dafür eine Skizze nach der anderen an. Der Chef der Dresdner Gemäldegalerie, Dr. Hans Posse, erhält den geheimen Auftrag, die zukünftige Kunstsammlung der Stadt Linz anzulegen. Seine erste Maßnahme ist die Konfiskation jüdischer Kunstsammlungen in Wien. Am 1. September 1939 fällt Deutschland in Polen ein. Der Zweite Weltkrieg hat begonnen. 9 Tage davor war es Deutschland gelungen, einen Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion zu schließen. 2 Wochen nach Kriegsausbruch kann Hitler ein praktisch besiegtes Polen inspizieren. Einige Wochen später gibt Hitler das Signal zur Euthanasie-Aktion. Deutschland soll von misslungenen Menschenexemplaren gesäubert werden. Hitlers Begleitarzt und Freund Karl Brandt und der Chef der Kanzlei des Führers, Philipp Buhler, werden ermächtigt, die für die Aktionen notwendigen Ärzte auszuwählen. Der Befehl wird auf Hitlers privatem Briefpapier geschrieben und das Dokument auf den Tag des Kriegsausbruches zurückdatiert. Diese Maßnahme lässt einen Konflikt bei Hitler erkennen. Schon im Falle Knauer hatte er befohlen, seine Beteiligung unerwähnt zu lassen. Und er hofft nun, dass die Maßnahmen leichter akzeptiert würden, wenn sie mit dem Kriegsausbruch verknüpft werden. Der zivile Mord an sogenannten Minderwertigen soll als ein Teil der deutschen Mobilmachung aufgefasst werden. Bei den Bestrebungen der deutschen Psychiatrie zur Gesunderhaltung des deutschen Volkskörpers sollte der Mord sehr bald zur wichtigsten Behandlungsform werden. Und das zukünftige Experimentierfeld dieser Behandlungsform, die Basis der Vernichtungspolitik, war bereits in deutscher Hand. Polen, das in weniger als einem Monat zerschlagen worden war. Nach ausführlichen Versuchen im Gefängnis von Brandenburg befiehlt Hitler auf Empfehlung des SS-Arztes Werner Heide, zur Tötung Kohlenmonoxid zu benutzen. Für die Aktion wird in Berlin eine Kanzlei eingerichtet. Die Adresse Tiergartenstraße 4 dient der Organisation als Deckname, T4. Ein System mit Fragebogen und ärztlichen Gutachten wird ausgearbeitet. Die Papiere werden an die entsprechenden Krankenhäuser und Anstalten geschickt. Für jeden Patienten sollen Krankheitsbild, Arbeitstauglichkeit, Rasse, Religion und Kriminalität angegeben werden. In einem hierfür reservierten Feld hatten die Ärzte ihr Urteil zu geben. Ein blaues Minus bedeutet Leben, ein rotes Plus bedeutet Tod. Die Juden nehmen von Anfang an eine Sonderstellung ein. Für sie bedarf es keiner anderen Diagnose als der, dass sie Juden sind. Anhand der Listen werden die aussortierten Patienten abgeholt. SS-Personal in weißen Kitteln übernimmt die Transporte. Die Busfenster sind übermalt, um einen Einblick zu verhindern. Nach kurzem Aufenthalt in einer Auffangstation geht der Transport weiter zu einer Tötungsanstalt. Während dieser Zeit erhalten die Angehörigen 3 Briefe. Im ersten teilt man mit, dass der Patient aufgrund von Kriegsumständen verlegt worden ist. Dann kommt ein 2. Brief, in dem bestätigt wird, dass der Patient ordnungsgemäß angekommen ist. Der Brief ist vom Tötungsarzt mit einem falschen Namen unterzeichnet. Der 3. Brief, von einer Spezialabteilung angefertigt, ist ein Kondolenzbrief mit einer erfundenen Todesursache. Die Unterschrift ist falsch. In der Gaskammer der Vernichtungsanstalt werden die Patienten in kleineren Gruppen getötet. Die Leichen werden im Krematorium der Anstalt verbrannt.
Mit der T4-Aktion hatte die medizinische Vision des Nationalsozialismus ihre Praxis gefunden. Dass die Ärzte von T4 Unterschriften fälschten und sich wie Verbrecher benahmen, war nicht auf mangelnde Überzeugung zurückzuführen. Es ging eher mit der Sorge zusammen, das deutsche Volk möchte noch nicht reif genug sein, ihre Handlungen zu verstehen. Das Morden hätte jeder x-beliebige Pfuscher übernehmen können, aber die Wahrung medizinischer Legitimität forderte den approbierten Arzt zum Öffnen des Gashahns. Die gleiche Mühe, die man auf die Beseitigung unwerten Lebens verwandte, ließ man andererseits der Pflege des wertvollen arischen Blutes zukommen. Die deutsche Gesundheitsfürsorge, eine der fortschrittlichsten der Welt, verfügte über sehr moderne Behandlungsmethoden. Diese Doppelrolle, der Arzt, der mit der einen Hand heilte und mit der anderen tötete, begann die deutsche Bevölkerung langsam zu beunruhigen. Angesichts der unmittelbar bevorstehenden feindlichen Kriegsausweitung auf belgisches und holländisches Gebiet und der damit verbundenen Bedrohung des Ruhrgebietes ist das deutsche Westheer am 10. Mai bei Morgengrauen zum Angriff über die deutsche Westgrenze auf breitester Front angetreten. Mit dem Angriff auf Holland und Belgien hat der Feldzug im Westen begonnen. Mitte Juni 1940 erreicht Hitler den Höhepunkt seiner Feldherrenlaufbahn. Frankreich ist besiegt. Im Morgengrauen des 23. Juni landet eine Condor-Maschine auf dem Flugplatz Le Bourget von Paris. Hitler hat sich zu einer Art Kunstreise entschlossen und besichtigt mit einer Gruppe von Künstlern das gefallene Paris. Es ist 6 Uhr morgens. Zum ersten Mal in seinem Leben besucht Hitler die französische Hauptstadt. An seiner Seite hat der Führer den Bildhauer Arno Brecker und die Architekten Albert Speer und Hermann Giesler. Das erste Ziel ist die Pariser Oper. Hitler, Kenner von Theaterbauten, übernimmt die Führung. In ganz Europa gab es kaum einen Theaterbau von Bedeutung, den er nicht im Detail studiert hatte. Und auch mit den Entwürfen zur Pariser Oper hatte er sich eingehend beschäftigt. Er ist so vertraut mit dem Gebäude, dass er das Fehlen eines Logenvorraums entdeckt. Es stellt sich heraus, dass dieser Raum tatsächlich beim Umbau verschwand. Das Programm wird in einem rasenden Tempo abgewickelt. Die Fahrt geht durch ein Paris, das noch nicht erwacht ist.
Es war der Traum meines Lebens, Paris sehen zu dürfen, sagt Hitler, als er nach 3 Stunden zum Flugplatz zurückkehrt. War Paris nicht schön? Fragt er Albert Speer und fährt fort. Ich habe mir früher oft überlegt, ob man Paris nicht zerstören müsse. Aber wenn wir in Berlin fertig sind, wird Paris nur noch ein Schatten sein. Warum sollen wir es zerstören? Es war nun die Aufgabe Albert Speers, Paris zu übertrumpfen. Die Entwürfe für die zukünftige Hauptstadt des Weltreichs lagen nun fertig vor. In einem Ausstellungslokal im Anschluss zur Reichskanzlei hatte Hitler die riesigen Modelle aufstellen lassen. Hier findet man Hitlers eigenen Triumphbogen doppelt so groß wie der in Paris. Speer hatte ihn nach einer Skizze Hitlers von 1925 entworfen. Hier findet man den Führerpalast, ein Riesenkomplex, der Hitlers neue Residenz werden soll. Hier findet man die große Halle, die Krone des neuen Berlins. Auch zu diesem Gebäude lag eine hitlersche Skizze von 1925 vor. Speer sollte den Traum nun in die Wirklichkeit umsetzen. Dieser Kuppelbau sollte die größte Versammlungsstätte der Welt werden und 180.000 Menschen Platz bieten. Seine Maße waren kaum fassbar. 17 Mal größer als die Peterskirche in Rom. Für die Eingangshalle hatte Hitler eine Kolossalstatue von sich selbst vorgeschlagen. Durch eine Öffnung in der Decke sollte das Licht des Himmels hereinfluten. Spätestens 1950, nach Erreichung aller Kriegsziele, sollte die neue Reichshauptstadt fertig sein. Große Deutsche Kunstausstellung 1940. In den Sälen des Hauses der Deutschen Kunst zeigen diesmal 751 Künstler 1397 Werke der Malerei und Plastik. Hitler kauft 202 Gemälde und Plastiken. In der geplanten Kulturmetropole Linz hat man mit der Bautätigkeit begonnen. Die fast fertiggestellte Nibelungenbrücke soll den Grundstein zur Neugestaltung der Stadt bilden. Hin und wieder taucht Hitler überraschend in seiner Heimatstadt auf. Der Krieg hat neue Möglichkeiten für das Linzer Projekt eröffnet. Die Besetzung Europas verschafft Zugang zu unerhörten Kunstschätzen. Hitlers Requisiteure reisen im besetzten Europa herum und schleppen beschlagnahmte oder angekaufte Werke nach Deutschland. Leonardo da Vinci. Rembrandt. Jakob Jordaens. Anhand von Katalogen wählt Hitler die Werke aus, die nach Deutschland transportiert werden.